bin einen Schritt schon weiter. Mein Morgen fängt an, ich bin happy, wenn ich vor den Kindern munter wäre. Also sprich mittlerweile um 6:30, ja, in aller Ruhe mal einen Kaffee trinken kann. Ja, das ist schon so, bevor der ganze, sozusagen die Rush-Hour beginnt, alles fertig machen, alles zusammenpacken, spazierst du in die Schule ab und dann ist es mittlerweile auch ziemlich chillig, weil ich bin ja erst im Büro. Das ist angenehm, das ist auch ruhig, ja, bis 9 Uhr, dann trudelt einmal alles ein. Ganz ehrlich bist du nicht, Christian, weil wenn der Vortrag stressig war im Büro, dann gibt es zwischen 6 und 7, bevor die Kinder aufstehen, die Ego-Shooter-Time, dann mäht er noch 30 Leute nieder und reagiert seine Emotionen ab und dann kommt er gut geladen ins Büro sozusagen. Ja, es wird auch immer weniger. Es wird irgendwie so, damit mit einem Kind ist es noch gegangen, aber jetzt bei zwei Kindern, nein, zur Zeit eher weniger. Also eher aufs Wochenende, eine Runde Civilization geht sich gerade noch aus. So für die älteren Herren. Wie gesagt, wir haben schon wirklich während dem Studium relativ viel gemacht. Wir haben ja dann, wir sind ja de facto so die Computer-Kids-Generation. Ja. Wir sind so die Ersten, die mit den 3D-Programmen angefangen hat. Das ist, also wir arbeiten heute noch voll im 3D. Das ist so, wie halt früher skizziert worden, arbeiten wir auf dem Computer. Das ist so wirklich unser natürliches Environment. Also wir haben am Computer immer eigentlich alles entwickelt. Und haben am Anfang unsere Projekte selber visualisiert und dann war es uns intern irgendwie verdammt wichtig, dass wir das perfekte technische Rendering zusammenkriegen. Ja. Nur das Problem des perfekten technischen Renderings ist, dass es keine Atmosphäre hat oder null Atmosphäre. Ja. Da haben wir, weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben, bis wir das intern kapiert haben. Ja. Man sieht ja da ein gewaltiges Gefälle zwischen wirklich, ich sage es, skandinavischen Visualisierungen und österreichischen Visualisierungen. Ja. Wir haben da irgendwie so die Schule technisch richtig, ein paar Kinder glücklich und das ist so der Zugang zu einer Visualisierung. Und die bringen einfach so eine Emotion in ein Bild. Mittlerweile gibt es einfach atmosphärische Konstrukte fast. Das sind gar keine Bilder mehr, das sind Bildwelten, in die du eintauchst, die einfach wirklich dir das Gefühl mitgeben, dass der Entwerfer eigentlich beabsichtigt. Die Visualisierung beeinflusst mittlerweile sozusagen im Gegenzug auch die Architektur. Wenn wir einen Wettbewerb machen, haben wir jetzt nicht nur das Modell, die Skizze, das 3D-Modell im Computer, sondern wir rendern permanent Atmosphären daneben. Visualisierung ist es für uns nicht nur das Abbilden, das Technische eines Projektes, sondern sicher einfach mittlerweile auch ein integrales Entwicklungswerkzeug am Projekt. Manchmal haben wir das Gefühl, wir sind sozusagen im falschen Land groß geworden, ne? Weil wir schon extreme Bewunderer oder Anhänger sind dieses skandinavisch-liberalen Gedankenguts, ja, auch was die für eine Architektur zulassen und davor bringen. Ja. Also da gibt es schon Einzelpersonen und Büros, die uns schon sehr inspirieren. Für mich Baukultur ist der Spiegel der Gesellschaft. Also wenn man das so auf den Punkt runterbringt, man sieht relativ stark meines Erachtens, was eine Gesellschaft zulässt, anhand der Gebäude, anhand der Objekte, anhand des Städtebaus, was auch immer, architektonischer Seite. Und ich finde, man sieht relativ schön an einer Stadt selber, wie sie tickt, wenn man einfach durch eine Stadt durchspaziert oder durch ein ländliches Gebiet. Also ich finde, da kann man dann relativ schön ablesen, wie offen oder geschlossen eine Gesellschaft ist und welchen sozusagen Grundgeist sie atmet.